Ja, hallo. Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute bauen wir weiter auf dem Corona-Server und zwar weiter an mein Handy. Es gibt schon zwei Teile, auch auf YouTube, auf unserem Kanal. Und im ersten Teil geht es um die Zinnmine und im zweiten Teil um eine weitere Mine. Und jetzt wollen wir im dritten Teil die Handyfabrik bauen. Also, dass man anhand der Stationen die Handyproduktion nachvollziehen kann. Und genau, da gucken wir mal, was die anderen jetzt schon machen und gehen mal rein ins Spiel. Ich würde gerne mit euch dann in 2 Wochen ein Spiel entwickeln auf dem Server. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich hatte ja schon erzählt, Handy produzieren ist total, also die Handyherstellung ist nicht immer gerecht und den Menschen, die das herstellen, auf der ganzen Welt geht es nicht so richtig gut. Und heute wollte ich was erzählen zu Handyfabriken. Ich habe euch die 2 Bilder dazu auch schon mal in den Chatverlauf, in den Allgemeinen getan, wenn ihr wollt. Ich sag mal, was so die größten Probleme sind. Zum einen, die Arbeiter kriegen ganz wenig Lohn. Ja, das reicht in der Regel nicht aus, um die Familie zu ernähren. Sie haben unheimlich viel lange Arbeitszeiten. Also hier steht drin, dass sie so im Schnitt 56 Stunden pro Woche arbeiten, ne? In Deutschland ist üblicherweise 40 Stunden das Maximum. Und oft haben sie auch keine freien Tage, gerade dann, wenn plötzlich ein neuer Auftrag kommt. Sie haben relativ schlechte Arbeitsbedingungen. Es sind also, was Gesundheit betrifft. Zum Beispiel gibt es Aluminiumstaub oder auch giftige Chemikalien. Und sie haben wenig Schutzkleidung. Die Hersteller versprechen immer, dass es besser wird. Wird es aber in der Regel, ist es in den letzten Jahren nicht geworden. Ich habe ein bisschen älteres Video, weil das relativ kurz ist, mal rausgesucht, wo es darum geht, wie das bei Apple-Produkten ist, aber Ähnliches gilt auch für andere Produkte. Also das würde ich euch jetzt mal auch in den Chat posten. War das letzte als Witz gemeint? Man findet Ja, irgendwie man veräppelt. gut. Genau deswegen wurde ich kein Apple. Ja, wobei die Bedingungen bei den meisten anderen Handys sind nicht besser. Sollen wir das zweite Video auch gucken? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch angucken. Ich sage erstmal, was die Aufgabe ist und dann könnt ihr ja selber nochmal schauen, ob ihr das noch gucken wollt. Die Aufgabe wäre jetzt so eine Handyfabrik zu bauen, wo die Leute relativ nah. Also sehr eng beieinander sitzen. Das sieht man sehr schön auch in dem zweiten Video, wie das aussieht. Also ich weiß nicht, wie man Leute jetzt hier im Mindtest nachbaut. Also nichts in der, also nichts in den für die Corona-Zeiten. Nee, jetzt nein, keine Corona-Zeit. Genau. So wie es außerhalb der Corona-Zeiten aussehen würde in der Handyfabrik. Also die sitzen ganz eng beieinander, die haben irgendwelche, es gibt einmal so eine Produktion, wo Handys zusammengeschraubt werden, wo ganz viele Leute beieinander sitzen. Dann gibt es eine andere Fabrik, da wird mit giftigen Säuren gearbeitet. Da müsste man irgendwie so Säurebecken oder sowas haben. Und dann gibt es noch was, wo so mit Aluminiumdämpfe entstehen und so giftige Dämpfe sind. Ich weiß nicht genau, wie man das darstellt. Und das müsste man in so einer, also in einem kompakten Fabrikgebäude darstellen. Also erste Aufgabe wäre so einen Fabrikraum zu erstellen. Vielleicht einigt ihr euch auf ein Baumaterial, dass es gleich aussieht und dann gestalten welche den Raum, wo die Handys zusammengeschraubt werden, wo man ganz eng nebeneinander sitzt, so wie am Fließband. Und andere gestalten eben den Raum, wo mit ätzenden Säuren gearbeitet wird oder mit giftigen Dämpfen. So, mit was bauen wir denn die Handyfabrik? Mit was für einem Rohstoff? Was für ein Außen?